Hallo Leute, ein weiteres Mal gibt's Neues vom Gewächshaus. Also inzwischen steht es noch voller. Ich habe mal wieder weitere Pflanzen nach draußen gestellt. Und es hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich fange einfach mal hier an. Also hier bei der Traube habe ich mich jetzt entschieden, ich habe es eigentlich schon angekündigt, so als kleines Projekt die hier drinnen wachsen zu lassen. Da habe ich hier einfach ein paar Pfosten mit ganz normalen Schnüren hingemacht, dass dann hier entlang wachsen kann. Weil ich einfach davon ausgehe, dass, also Trauben mögen es ja natürlich an geschützten Standorten, und wo ist geschützter als im Gewächshaus, und deswegen mal hier drinne. Hier hinten bildet sich auch schon ein kleiner Blütenstand. Also man sieht es nicht gut, aber ein Blütenstand. Und hier vorne sieht man genauso gut. Also hier. Also dann gehe ich mal davon aus, dass ich auch direkt dieses Jahr dann schon zumindest mal eine Handvoll Trauben ernten kann. Hier bei der weißen Maulbeere habe ich mich einfach kurzerhand dazu entschlossen, die nicht auszupflanzen, da ich tatsächlich keinen geeigneten Platz für sie finden kann. Und da geht es hier dran wirklich extrem gut, also die ist schon extrem ausgetrieben. Und die macht auch keinen Halt. Habe ich die auch jetzt mal in einen größeren Topf gepflanzt. Also die bleibt einfach vorerst mal hier drinne. Und dann vielleicht sehen, wenn es irgendwann mal was ergibt. Vielleicht kommt sie raus, vielleicht bleibt sie hier dran. So, habe ich hier die Eugenia Reinwartiana rausgestellt. Gewachsen ist sie bis jetzt noch nicht, seit ich sie habe. Aber sie hat auch keine Blätter verloren, also der geht's gut. Hier hinten die Tomaten, die wachsen auch gut, die ersten Blüten kommen. Die Zucchini legt jetzt auch mal richtig los im Wachstum. Hier noch eine kleine Tomate, eine Paprika. Die wurde hier oben schon ordentlich von Schnecken angefressen. Keine Ahnung, wo diese Viecher immer herkommen. Wenn man sucht, findet man keine. Hier noch die zweite Banane, die Dwarf Cavendish von drinnen rausgeholt. So. Die Atemoya Geffner, die wächst weithin sehr schön. Die Red Israel genauso. Bei den beiden kann ich direkt schon Fazit sagen. Also die Atemoya Geffner, die verzweigt sich auf jeden Fall mehr als die Red Israel. Ich weiß jetzt nicht, ob es allgemein bei den Sorten so ist. Aber zumindest jetzt hier bei diesen beiden Pflanzen, wo ich habe. Hier unten habe ich einmal Hokkaido-Kürbis und eine Cantaloupe-Melone. Ah, die bleiben jetzt nicht hier drin, ist nur vorübergehend, bis ich draußen irgendwas mir zusammenbasteln kann, wo ich sie einfach hinstelle. Ah, da habe ich mir gedacht, dass ich die einfach in einen ganz großen Topf reinstelle. Die Tamarillo, die wächst auch wirklich sehr schön. Also drin ging es der nie so gut wie hier. So ein Gewächshaus ist wirklich ein Segen. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der den Platz dazu hat. Hier bei der Erdbeerguave wird jetzt immer deutlicher, wie viele Blüten sich bilden. Ah, die ganzen Blütenknospen hier überall, also diese
ganzen Teil sind alles Blütenknospen und sind wirklich einige. Und da bin ich echt sehr gespannt, ob das was wird dieses Jahr. Sieht schon mal gut aus. Hier dieser arme Tropf ist ein Safu. Der hatte leider ziemlich Wollläuse, deswegen habe ich mal alle Blätter weggemacht. Aber er treibt auch schon wieder aus. So, Orange treibt auch schön weiter. Wie eh und je. Mandarine treibt auch super. Kumquat macht immer noch nichts. Er trägt zumindest genug Früchte. Die Mango, die wird. Oh, die Mangos hier dran werden immer größer. Also hat schon, ja, größer als mein Fingernagel, also sie wachsen. An die Zitrone kommt man kaum noch ran. Und die treibt auch überall sehr schön aus. Hier vorne habe ich Annona muricata. Gefällt sie auch sehr gut, treibt direkt weiter. Hier eine Maracuja quadrangularis. Eine weitere Mango, die Sorte Isis. Hier unten habe ich Kanistel, auch Eggfruit genannt. Also auf Deutsch Eierfrucht, weil die Früchte sehen so ein bisschen aus wie Eier. Die treibt auch, also hat jetzt endlich mal begonnen auszutreiben, weil bis jetzt hat die noch nichts gemacht. Hier habe ich eine kleine Wassermelone. Hier habe ich einen Kanistelsämling, der auch ordentlich Wollläuse hatte. Diese Mango der Sorte Moon. Hier eine Mamey-Sapote. Hier eine Litchi. Die hatte mal viel zu wenig Wasser abgekriegt. Und ja, die meisten Blätter verloren, aber die wird wieder. Hier hinten drin habe ich ein paar Pepino-Pflanzen. Hier nochmal zwei. Auch Birnenmelone genannt. Hier meine Kakaopflanze. Die treibt wirklich sehr schön. Eine Papaya Solo. Eine Jackfrucht. Jackfruit. Hier ein Rambutan-Sämling. Und hier noch ein Sämling von Mamey-Sapote. Hier hinten habe ich die Peanut Butter Fruit. Und das hier ist Kaimito, auch Star Apple genannt. Also der hatte auch überall irgendwelche Viecher an den Blättern. Deswegen habe ich einfach wirklich alle Blätter abgemacht. Aber treibt überall wieder aus. Und der scheint sehr robust zu sein. Die Mango Austin, die treibt wirklich sehr schön.
Die setzt jetzt richtig schöne Verzweigungen an. Genauso wie es haben wollte. Das große hier ist eine Ice Cream Bean. Hat auch ein paar Seitentriebe gemacht. Hier haben wir die Seetraube. Die treibt auch wirklich schön. Überall neue Blätter. Die Guave treibt auch wie wild. Hier bei der weißen Sapote tut sie immer noch nichts. Die bleibt so, wie sie ist. Hier die Avocado Bacon. Macht gerade auch ein bisschen Wachstumspause. Hat aber davor auch ordentlich zugesetzt. Hier beim Kraut der Unsterblichkeit, das wuchert wie verrückt. Also, denen geht es hier richtig gut. Die Blutorange, die wächst auch gut. Aber das heißt, sie wächst nicht, aber die Früchte wachsen. Die andere weiße Sapote, genau das gleiche Spiel, macht auch nichts. Hier habe ich eine kleine Annona reticulata. Die hatte drinnen noch Spinnmilben, aber die müssen jetzt auch eigentlich dann weggehen. Hier habe ich ein paar Physalis, diese hier. Nochmal eine Annona muricata. Der ging es irgendwie nicht ganz so gut. Zumindest hier die Blätter. Ich weiß nicht, was da war. Also, sieht aus wie Sonnenbrand. Ja. Aber oben sehen sie ja schon wieder gut aus. Eine Menge Avocado-Sämlinge, wie ihr seht. Hier habe ich eine Zuckermelone. Sorte Sivan. Die schwarze Sapote mit gut Sonnenbrand drauf. Die schöne Pomelo. Die ersten Früchte bilden sich. Annona conica treibt auch wieder weiter. Hier noch eine kleine Jackfrucht. Die andere Banane, wo ich mal die ganz kaputten Blätter abgeschnitten habe. Ja, wird immer voller. Und es steht immer noch nicht alles draußen, also drin ist auch noch so manches, was auch noch rauskommt. Also es bleibt weiter entspannt. Mir fällt es gerade echt extrem auf, wie die Sachen hier drin schon alle gewachsen sind. Also gerade diese Seite hier. Ich habe die ganzen Pflanzen noch nicht sehr lang, aber es sah hier deutlich leerer aus, wo ich die reingestellt habe. Also jetzt nicht von der Menge der Pflanze, sondern vom Wuchs her. Aber die gehen wirklich hier auseinander. Erdbeeren wachsen auch schön.
hoffe, mein Video hat euch wie immer gefallen. Bleibt dran. Es bleibt spannend. Bis dann, ciao.